Diplom-Ingenieurin Susanna Wernhardt, wissenschaftliche Mitarbeiterin Disaster Competence Network Austria, Geschäftsstelle Wien. Das DCNA ist eine Kooperationsplattform zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen und ist im Bereich Sicherheits- und Katastrophenforschung tätig. Es wurde 2017 gegründet von der Universität für Bodenkultur und der TU Graz mit der Zielsetzung, wissenschaftliche Ergebnisse in die Praxis zu transferieren, durch gemeinsame Forschungsprojekte, durch Bildungsaktivitäten, aber auch im Fall eines Ereignisses oder einer Katastrophe entscheidungsrelevante Informationen weitergeben zu können. Und derzeit besteht das DCNA aus rund 30 Mitgliedorganisationen. Mein Arbeitsbereich im DCNA beschäftigt sich mit allen Risiken und Herausforderungen, die durch Naturgefahren entstehen, vor einem Ereignis, während einem Ereignis und nach einem Ereignis. Und es geht auch sehr stark darum, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis zu transferieren, aber auch zum Beispiel die Bedürfnisse von Einsatzorganisationen aufzunehmen und zurückzuspielen an die Wissenschaft. Ganz aktuell arbeite ich zum Beispiel an einem EU-geförderten Projekt, das über die Ländergrenzen hinweg schaut, sich mit Hochwasserrisiken beschäftigt, mit Erdbebenrisiko, aber auch mit der Idee, wie man Risiken vergleichen kann, also mit der Multi-Risk-Thematik. Genau, also das ist auch ein sehr spannendes Projekt. Andererseits bin ich auch Ansprechpartnerin für die Expertinnengruppe Hochwasser und für unsere Kooperation mit dem Frauennetzwerk We4DIR. Da geht es sehr stark um Mentoring von Frauen im Naturgefahrenbereich. Für mich ist auch spannend, dass wir dann auf lokaler Ebene sehr stark zu Risiko- und Krisenkommunikation arbeiten und hier wirklich im Ort des Geschehens sind und hier diskutieren können. Also wir sind seit diesem Jahr ein 12-köpfiges Team, davon 7 Frauen und 5 Männer. Und zusätzlich haben wir jetzt noch 2 Praktikantinnen aus Dänemark, das heißt der Frauenanteil ist relativ hoch. Zur Frage in technischen Positionen ist es so, dass die Katastrophenforschung wirklich eine Querschnittsmaterie ist. Das heißt, wir haben täglich alle mit sozialwissenschaftlichen Fragestellungen zu tun, aber auch mit technischen, naturwissenschaftlichen. Einerseits hatten wir bereits 3 Femtech-Praktikantinnen in verschiedenen Projekten und eine Praktikantin ist auch jetzt ins Team aufgenommen worden und ist meine Kollegin. Und andererseits achtet unser Managing Director Christian Resch sehr stark auf eine Gender Balance, einerseits in unserem Team, aber auch, wenn es darum geht, Personen auszuwählen für Veranstaltungen, die Vorträge halten. Also, dass da sowohl Männer wie auch Frauen die Keynote-Speaks zum Beispiel halten. Grundsätzlich für alle Frauen und Männer wird darauf geachtet, dass die Vereinbarkeit zwischen Privatleben, Familie und Beruf gegeben ist durch flexible Arbeitszeitmodelle, durch Homeoffice-Möglichkeiten. Ja, also das ist schon sicher ein Ding. Dann haben wir natürlich auch noch die Kooperation mit We4DIR, mit dem Frauennetzwerk im Naturgefahrenbereich, wo wir auch versuchen, einfach diesen Austausch am Leben zu halten. Mein Bachelor war Umwelt- und Bioressourcenmanagement auf der Universität für Bodenkultur und da hatte ich diese eine Vorlesung, Wildbach und Lawinenverbauung, und die hat mich gefesselt, also eigentlich alles daran. Einerseits wirklich die Prozesse, also die Muren, die Lawinen, Hochwasser in Wildbächen, bis hin zu den technischen Schutzmaßnahmen, also den Bauwerken, aber auch was gibt es für Möglichkeiten, sich mit dem Wald zu schützen, zum Beispiel im Schutzwald. Und wie wirkt sich das Ganze auf die Personen aus und wie motiviert sind die auch, sich selber zu schützen? Und ich habe dann in der Folge eigentlich gedacht, ach, ich könnte diesen Master gar nicht studieren, weil mein Bachelor nicht so technisch war. Und damals hat der Professor vom Institut für Alpine Naturgefahren, Johannes Hübel, mich und eine Kollegin persönlich einfach beraten und unterstützt und auch diesen Weg gezeigt, wie wir diesen Master studieren können.
Und ein zusätzlicher Grund war auch, dass ich gewusst habe, dass man bei diesem Master sehr viel draußen sein wird, sehr viel in den Bergen sein wird. Also das war auch ein ausschlaggebender Punkt, um das Studium zu wählen. Ich denke, es braucht Vorbilder, und zwar wirklich, dass man sieht, okay, was bedeutet der Berufsalltag, was sind die Aufgaben in technischen, naturwissenschaftlichen, in der Arbeitswelt. Das kann eben durch Initiativen wie Femtech gefördert werden. Und das kann einfach dazu animieren, dass der Austausch über die Generationen hinweg auch wirklich stattfindet und man eine Idee davon bekommt, wo will ich hin, wie kann das aussehen. Genau, und wenn es jetzt darum geht, um die Vereinbarkeit von beruflichem und auch Familie, dann denke ich, braucht es einfach auch einen Partner, der das sehr stark unterstützt, dass man sich in beiden Bereichen fokussieren kann.